Hallo Leute, es ist Wochenende und es geht weiter mit To the Moon und ich freue mich schon total drauf, weil ich endlich wissen will, wie es weitergeht. Ich kann es schon kaum erwarten. Und ja, es geht los, sprechen wir nochmal mit ihr. Aber sorgen Sie dafür, dass die Handschuhe danach nicht einmal mehr in die Nähe dieses Hauses gelangen. Das überfahrene Eichhörnchen wird trotzdem rein müssen. Oh Gott. Okay. Dann können wir mit ihr denn jetzt mit dem Doktor mal wieder reden? Die Handschuhe stehen dir gut, meine Liebe. Halt einfach den Mund. Willst du dich nicht nützlich machen? Geh wenigstens mal zu Johnny und sieh nach seinem Zustand. Nö, das ist Sache des Arztes. Jemanden dabei zuzuschauen, wie er hilflos zugrunde geht, ist nicht so mein Ding. Was soll ich denn dann machen? Soll ich das dann machen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier zuletzt machen sollten, wenn ich ehrlich bin. Ah, vielleicht können wir uns die Bilder ja mal anschauen hier. Ich glaube, das ging doch vorher nicht, oder? Ich glaube nicht. Machst du das mal? Oder auch nicht? Hallo, geh mal wieder raus hier. So. Irgendwie nicht. Obwohl da eine Lupe ist, aber Aber ich glaube, wir hatten die aber auch schon mal irgendwann mal angeguckt. Falls Sie Ihren Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche. Ich habe gehört, wie er dort telefoniert hat. Ja. Ja, den hatten wir ja schon. Können wir sonst noch hier irgendwas machen? Hier ins Badezimmer gehen macht ja auch irgendwie eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, wir würden hier irgendwas finden. Ich will keine Zeit vergeuden. Die Maschine ist jetzt wohl auch erstmal egal. Eine Auswahl medizinischer Fachartikel. Dann gehen wir jetzt nochmal wieder runter. Oder so. Ja. Wenn sie das nicht machen will und er auch nicht, dann kümmern wir uns jetzt um das Eichhörnchen. Ich glaube, das sollen wir auch tun, deswegen hat sie auch die Handschuhe an. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Das überfahrene, tote Eichhörnchen von der Straße zu kratzen. Bin ich jetzt hier total verkehrt gelaufen? Nö. Oh. Déjà-vu. Gehen wir mit ihr mal runter. Schöner Einstieg. Erstmal so ein bisschen wieder warm werden, hier ein bisschen warm laufen. So. Wegen diesem Busch komme ich da jetzt nicht vorbei. Nee, ist klar. Wo mich dieser Job überall hinführt? Es ist zu gefährlich, infektiöses Material von einem überfahrenen Tier einfach so nach drinnen zu bringen. Mit der versiegelbaren Box im Auto sollten wir zumindest den Geruch in den Griff bekommen. Gut, Auto. Wo gehen Sie hin? Ich... Für kleine Doktoren. Zack, war er weg. Pures Chaos. Der Aufprall hat alles durcheinander geworfen. Mal sehen. Ah, hier ist sie. Hermetisch versiegelbare Box erhalten. Jetzt brauchen wir noch etwas von dem dreckigen Kadaver. Was ist denn da eigentlich auf den Boden gefallen? Das... Schmerztabletten? Was hat sie denn da gerade entdeckt? Schmerztabletten? Bah! Box mit Verwesungsgeruch erhalten. Lecker. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Gut.
Der Versicherungsaufschlag wird verdammt wehtun. Dann haben wir das doch jetzt erledigt. Dann gehen wir doch mal zurück. Ich glaube, deswegen ist er uns auch irgendwie hinterhergekommen. Nimmt unser Arzt Schmerztabletten wegen irgendwas? Und verheimlicht das oder so? Oder waren die für noch jemand anderen? Also ihre sind es ja scheinbar nicht, weil sie hat sich ja auch gewundert. Oh, hey. Hast du das überfahrene Tier mitgebracht? Alles bereit. Schön, dann leg schon mal los, ich bin gleich wieder da. Neil? Ich habe Schmerztabletten gefunden. Ich glaube, es sind deine. Hey! Darf ich fragen, warum du die verschrieben kriegst? Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber... Oh Mann, das wird jetzt peinlich. Vor ein paar Tagen bin ich gegen eine Betonwand gelaufen. Du bist einfach so gegen eine Betonwand gelaufen. Was soll ich sagen? Ich hatte wirklich tief schürfende Gedanken. Du weißt ja, wie abwesend ich dann bin. Das sind ziemlich starke Tabletten, Neil. Es war auch eine ziemlich starke Betonwand. Da kommt zusammen, was zusammengehört, sage ich mal. Wie auch immer, du hast das überfahrene Tier, ja? Dann los, unser Johnny stirbt da drüben. Neil? Du bist nicht abhängig, oder? Machst du Witze? Ich würde mir eher eine Überdosis reinziehen, als so einen Mist anzufangen. Jetzt kommt auch noch bei ihm was dazu, oder wie? Wenn wir an exakt diesem Punkt angekommen sind, gebe ich das Signal. Sobald ich das tue, öffnen Sie bitte das Ventil für etwa 3 Sekunden. Sicher. Wurde aber auch Zeit, dass du auftauchst. Sicher, dass keine Keime entweichen können. Alles versiegelt und durchgefiltert. Nicht, dass es einen toten Mann noch viel ausmachen würde. Sie sollten wissen, dass sich Johnnys Zustand rapide verschlechtert. Es könnte Ihre letzte Chance sein. Was immer Sie beide da drin vorhaben, ich wünsche Ihnen viel Glück. Glück ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Also es ist das letzte Mal, dass wir sozusagen in seine dritter Akt, sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Also es ist das letzte Mal, dass wir quasi in seine Gedanken jetzt eintauchen können, wollte ich sagen. Also sonst bleibt denen ja gar keine Zeit mehr. Wir gehen noch ein Stückchen weiter zurück. Stimmt, wir haben die Kindheit eigentlich noch gar nicht richtig vollständig gehabt. Gehen wir. Oha. Alles klar. Die Uhr wird's wohl nicht sein. Hier der Ball. Oder was? So ein kleines Ding. Es macht uns so viel Ärger. Ich könnte es zum Mond schießen. Schätze, wir können jetzt nur das Signal senden und hoffen. Gut. Bereit? Voll spannend hier mit deren Maschine, was auch immer die hier machen. Irgendwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Doktor, da stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikation anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier! Was? Raus aus seinem Gedächtnis, sofort!
Wieso? Solange das System nicht so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibende Schaden nehmen. Du machst Witze. Warum lockst du dich dann nicht aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide auslocken, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles nochmal zu machen, bevor Johnny... Ach du Blöde! Erzähl mir doch keinen! Wir sind hier nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin. Du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es, wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit... Alistair. Ach so, Alistair. Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Verdammt, Nähe. Das habe ich nun davon, dass ich dir geholfen habe, dich durch den Eignungstest zu mogeln. Oha. Doktor? Alles im Griff vorerst. Und weißt du was? Dein Karottenkuchen ist ekelhaft. Warte mal. Ja, und bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du... Oh. Komm, lass uns gehen, bevor das nochmal passiert. Weißt du, ich hab das nicht wirklich so gemeint. Also, dass du bescheuert bist. Ich allerdings schon. Augen zu und durch. So, wir sind jetzt noch weiter zurückgegangen. Da ist er echt noch ein Kind. Der kleine Johnny. Es hat funktioniert, ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Johnnys Zimmer, ist dir da etwas Seltsames aufgefallen? Was genau? Da war etwas Seltsames. Hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Schauen wir uns mal um. Schaukelt hier gerade. Es ist seine Mama. Hier ist er alleine. Ach, wir können hier gerade... Ja, da ist der Zaun, okay. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay, irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Was ist mit dem John? Hier unten. Der ist anscheinend auch nicht wichtig. Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Es ist ein regelrechter Zoo. Ach, sieht so aus, als würde sich der Ball von allein bewegen und er nur hinterherrennen. Oh. Wen haben wir denn hier auf der Straße? Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Okay, hier können wir nicht weiter. Was sollen wir denn genau hier finden? Gehen wir mal die Straße entlang. Ah. Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mache ich, wir sehen uns. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach, vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort, er ist so friedlich.
In dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren, sofort! Moment mal, was denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Joey, kannst du mich hören? Joey! Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf! Joey. Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren, ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerung auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Okay. Notiz Joey erhalten. Sieht aus, als wäre das nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam. Es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Okay, hat ja anscheinend doch geklappt. Okay, hier sind die beiden Brüder und leben noch. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Ich meine echt jetzt, diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon 3 Bücher einfach so weggelesen. Was liest du denn? Animorphs. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Wieso nicht? Es ist der Hammer. Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große, böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so roar, 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 roar. Und dann kriegen sie Laser. Und dann alle so peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Lass das. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolsten Geschichten überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst.
Ich werde uns reich machen und dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Dir und Mom richtig dicke Villen, so. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder, die Eltern müssen bezahlen, ist doch klar. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist, bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon, ich habe als erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Habe ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Du weißt, dass du immer Moms Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern und als wir Angeln waren und... Okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Yep. Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny, welchen Unterschied macht es schon, wem von uns was gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Yo, Digga, uns mal die Nachbarn foppen gehen. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen, komm schon. Notiz Animorphs erhalten. Ah, das geht jetzt hier zack, zack, das finde ich gut. Ich finde, das haben wir oft genug gemacht. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Och, jetzt hast du es vermasselt. Ich weiß gerade nicht, wo ich mich... Er läuft ihr voll hinterher. Es werden 3 Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Das klingt wie die Reitermusik, nur ein bisschen anders. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Hihi, ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Komm, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklos. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du bluffst doch nur. Gut, dann gehen wir den Jungs einfach mal jetzt immer hinterher. Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott! Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Sie freut sich voll. Wir wandern mal schön brav hinterher. Wo sind sie denn jetzt hin? Es werden 3 Memory Links benötigt, also hier bin ich falsch. Müssen ja eigentlich immer so ein Teil Erinnerung sein, hier vielleicht? Oder hätte ich da noch was einsammeln sollen? Hier der Hammer? Nö. Bei der Wahrsagerin doch noch? Keine Chance, ich rede nicht mit ihr.
Gut oder schlecht, mir ging es so oder so an den Kragen. Okay. Vielleicht sind wir hier richtig? Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an ein Mühlrad geklebt. Ist mir total egal. Ah. Aber dafür haben wir ein bisschen Link bekommen. Warum dann hier nicht auch? Früchte, frische Früchte. Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch, sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nur mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Finde ich gut. Weiß ich gar nicht. Sind Tomaten Früchte oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade keine Anzeige, wie viele Memory Links wir jetzt schon haben. Kann ich damit jetzt schon runter? Irgendwie fehlt mir immer noch einer, ne? Oh. Ja, ich hätte doch am Wahrsagerstand eine kriegen können. Wieso eigentlich nicht? Oder hier. Hey, ist das Kloppt den Maulwurf? Kloppt den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummerchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja. Oh nein. Los geht's! Maus benutzen, Tastatur, Gamepad benutzen. Ja, dann nehme ich die Maus. Ich klopp den Maulwurf. Ja! Yay! Habe ich verpasst. Kloppt den Maulwurf, kloppt den Maulwurf. Yay! Die Zeit ist um. Und? Dann wollen wir mal sehen. Bei 47 gesichteten Zielen hast du 49 Mal zugeschlagen und dabei 46 Mal getroffen. Das ergibt 97% Trefferquote. Das ist neuer Rekord für dich. Yay! Kloppt den Maulwurf, finde ich gut. Wo ist er hin? Ein Spielchen? Wie sieht's aus? Mehr Memory Links sind hier nicht zu holen. Dann kein Bedarf. Och man. Dann wandern wir jetzt mal runter. Ich glaube, das geht nämlich jetzt. Wenn Sie denn mal an diesen Sachen hier immer vorbeigehen würden. Das ist immer ein bisschen blöd. Ja. Klopp den Maulwurf. Finde ich gut. Und ihr tut mir den Gefallen und findet mal heraus, ob Tomaten Früchte sind. Das würde ich zu gern wissen. Yum, yum, yum. Ich werde dich nie verstehen, Joe. Wie kannst du diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau. Ach, daher kommt dieser Olivenkram. Nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf dem Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche. Ich passe für dich drauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Okay. Notiz eingelegt, Oliven erhalten. Also mochte der die gar nicht. Und der ist spielen gegangen, also gehen wir ihm mal hinterher. Es geht ja eigentlich immer noch um John schließlich. Es werden 5 Memory Links benötigt, um vorzuschreiben. Ach so. Ja, dann.
es an dem Stand. Da wird gespielt. Können wir hier rüber gehen? Dann kommen wir ja nur nach oben wieder. Wenn ich mit Tastatur halt mich bewege, dann sehe ich immer nicht, ob es hier was zu tun gibt. Vielleicht mal eine der Vogelscheuchen oder so, aber anscheinend auch nicht. Ja, vielleicht hier oben. Ah. Das war so ein automatischer. Wie viele habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, einer fehlt mir immer noch. Ach nee, ich habe schon alle. Okay. Sehr gut. Tja, ich weiß gerade nicht, was uns hier erwartet, aber ich würde sagen, wir schauen es uns einfach im nächsten Part an. Da ist er und dann folgen wir ihm mal. Mal gucken, was wir hier noch erfahren. Wir sind ja jetzt hier in den frühesten Kindheitserinnerungen von Johnny und haben erfahren, dass er einen Zwillingsbruder hatte, Joey, und dass er wohl mehr gemocht wurde von der Mutter als John. Und die Mutter hat ihn aus Versehen überfahren und ja, es spitzt sich alles gerade so ein bisschen zu und ja, bin echt immer noch gespannt. Also bis zum nächsten Part. Bis dann.